Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute das Cover mitgebracht. Ja, wir sind immer noch oder schon wieder in einem neuen Projekt. Es ist das Junk Journal von Anfang an, habe ich es jetzt erstmal genannt. Ob ich die Videos dann bei YouTube auch so nenne, werden wir sehen. Ich habe ein altes, also ein Cover von einem Wörterbuch. Eigentlich müsste ich ja noch ein paar Wörterbuchseiten da mit reinbringen. Das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich da in die Signatur noch von diesem Wörterbuch, die Seiten habe ich natürlich noch, ob ich dort noch die Seiten mit reinbaue. Fällt mir gerade so spontan ein. Spontan ist immer am besten. Heute möchte ich euch meinen Trick zeigen, wie ich mit Cover-Gestaltung vorangehe, wenn ich, ja, sag ich mal, eine Unterlage brauche. Das klingt ein bisschen mysteriös. Also, ich habe hier Gartenjute. Wenn ich die jetzt aufs Buch kleben würde und ich würde gerne die Kanten damit gestalten und auch so ein Fetzen vorne mit drauf machen, gegebenenfalls. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall die Kanten mindestens mal. Und auch den Rücken würde ich auf jeden Fall mit der Jute bekleben. Nun ist das ja so, man sieht es durch, ne? Man kann hier schön durchgucken oder auch nicht schön, gefällt mir nicht so. Was ich auf die Seiten machen werde, sind Teile dieser schönen, tollen Sachen von Stamperia. Ich mag das Papier total gerne. Diese Haptik ist einfach großartig. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall werden diese Seiten nicht bis an den, also nicht bis über den Rand gehen, sondern nur bis an den Rand. Das heißt, man sieht noch den Jutebereich. Das ist mein Plan, dass das so ein bisschen zurückspringt. Nun haben wir es hier mit Gelb und Rot zu tun. Eine ganz einfache Sache ist, also man könnte natürlich jetzt Gesso nehmen, das hier schön covern, la la, la. Kann aber auch hier so ein Sporttape nehmen. Also das ist jetzt hier nicht so ein dünnes Sporttape, sondern das ist wirklich so ein Verbandstape, was man auch als Sporttape nehmen kann. Es ist eh schon weiß, es hat jetzt ein paar Fusseln drauf, aber das ist bei der Jute dann im Endeffekt echt egal. Und ich werde dieses Cover, jetzt muss ich natürlich mein Papier hier ein bisschen retten, dass ich nicht das Papier hier mit dem Klebeband in Verbindung bringe, weil sonst böse. Ihr wisst, was ich meine. Also das ist auf jeden Fall hier mein Plan. Habe ich schon mal gemacht. Das ist jetzt, ihr seid jetzt nicht Versuchskaninchen hier der ersten Stunde, sondern das ist tatsächlich schon passiert, dass ich mal ein Cover damit grundiert habe, sage ich jetzt mal ganz doof. Muss natürlich darauf achten, dass man hier in alle Ritzen und Falzen kommt. Und ich werde auch den Buchrücken damit noch ein bisschen mehr ausgestalten. Ich habe auch noch mehr, falls mir hier mein, ich sag mal, mit Tape versorgt. Nein, falls es alle ist. Ich habe nämlich neulich gerade was Neues bestellt. Ich hatte zwischenzeitlich noch ein paar andere Methoden, die ich auch ganz, ganz gut und brauchbar fand. Und hatte tatsächlich überlegt, ob ich diese Tape-Methode weiter benutze. Weil gerade bei diesen Farben, die mir hier unterkommen, ja, man sieht dann ein bisschen gelb durch. Das ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Bei diesen Methoden, bei diesen Farben hier, dachte ich mir, komm mit, du frierst, ich kaufe mir auf jeden Fall das Tape nochmal neu. Um das jetzt hier, jetzt sag ich mal, anständig ruckelfrei kleben zu können, schneide ich hier die Ecken einmal ein. Weil sonst kann das beim Auf- und Zuklappen hier einfach Falten werfen und das nervt. Habe ich so festgestellt, dass das nicht die beste Idee ist des Tages. Hier das alles einfach nur mal umzuschlagen, ohne einschneiden. Weil da dann doch immer ein bisschen mehr Bewegung drin ist. Abgesehen davon wollte ich diesen Mittelteil hier sowieso mit Tape nochmal stabilisieren, bevor ich die Jute drüber hole. Ja, jetzt hat sich hier meine Bonnie verewigt, die kleine Fusselkatze. Die liegt übrigens selig im Flur und schläft. Ich gehe mal davon aus, dass sie uns bei diesem Video hier nicht behelligt. Naja, schauen wir mal. Wenn ich hier schon so fröhlich am Kleben bin, dann darf ich euch noch nebenbei mal mitteilen, wie sehr ich mich freue, dass ich so viele tolle Kommentare von euch bekomme. Und so viele Ideen und Hinweise und auch. Ja, es scheint euch ja zu gefallen. Also mindestens mal denen, die mir Kommentare schreiben. Das wiederum freut mich sehr. Ich freue mich, dass ich euch mit meinem
Gequatsche hier nicht auf die Nerven gehe, sondern euch damit erfreuen kann. So, das heißt, eure Freude löst bei mir Freude aus. Das ist doppelte Freude. Ein Traum. Ja. So, dieses Tape gibt es auch in verschiedenen Breiten. Ich habe hier eine, lass mich gucken. 1, 2, 3, 3,5, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, 4 cm breites Tape habe ich hier im Anschlag. Ich habe auch noch irgendwo 6 cm Tape. Also was zum Beispiel für den Buchrücken wären 6 cm Tape echt angebracht, während mir das für die Kanten zu viel ist. Weil ich gar nicht so viel hier covern will. Und auch mein Juteband, ich zeige euch das gleich, das werde ich ein bisschen kürzer fassen, beziehungsweise ein bisschen schmaler schneiden. Ich werde nicht das 10 cm breite Juteband hier rüber holen. So. Falls ihr euch über Nebengeräusche wundert, wir haben heute ein bisschen Besuch hier. Also wir neigen dazu, Besuch zu haben, der auch sich mal mit einem von uns beiden beschäftigt und nicht, man muss nicht gemeinsam auf dem Sofa sitzen, Kaffee trinken und sich über die Welt unterhalten. Man kann auch einfach sich mit einem von beiden an den Computer setzen oder Themen, Projekte durchsprechen oder ähnliches. Das funktioniert auch ohne Beteiligung von beiden, was ich persönlich als sehr angenehm finde. So. Jetzt haben wir das hier gleich. Ich zeige euch das deswegen so ausführlich, einfach so als Anregung, dass ihr, wenn ihr Blöcke habt, das auch mal so nutzen könnt. Also ich kann es empfehlen. Das Einzige, was ich nicht empfehlen kann, das muss ich dazu sagen, das Einzige, was ich nicht empfehlen kann, ist dieses Sporttape hier, sagen wir, nackig zu benutzen. Also ohne, dass da was drüber geklebt ist. Ich benutze es jetzt hier gerade als Unterbau für die Jute und ich werde da aber nicht, also wie gesagt, ich hau da irgendwas drüber, zum Beispiel Jute. Weil wenn man das hier benutzt, ohne dass man noch was drüber klebt, dann hat das immer so einen leichten Oberflächenklebeffekt und das ist so ein bisschen backig. Das heißt aber, man zieht sich damit auch so Fusseln und sowas rein oder ran. Und das kann schon mal echt nerven. Läuft mein Video nicht noch? Ja. Ich muss ab und zu mal checken, weil irgendwie... Ah. Ende der Fahnenstange. Ich brauche eine Tape-Rolle. Da ich weiß, wo sie sind, kann ich einfach mir hier anholen. Habe ich hier einmal ein 6 cm Tape nochmal fürs Cover mitgebracht. Vielleicht reicht das ja noch. Dann habe ich hier noch was Neues von dem. Ich spüre gerade, es ist eine andere Sorte. Die ist ein bisschen leichtgängiger. Vielleicht war das andere auch einfach schon älter und deswegen nicht ganz so leichtgängig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lässt sich das nicht ganz so gut schneiden. Ja, ich weiß, wenn jetzt die ganzen schlauen Kommentare kommen, Sporttape wird gerissen. Ja, habt ihr recht. Ist nur einfach echt schlecht zu reißen, wenn man das schon auf dem Cover draufgeklebt hat, so wie ich jetzt hier gerade. Dann funzt das mit dem Reißen nicht mehr so. Wisst ihr, Leute? So. Ja. Heute hatte die Jessie von Mama Vintage Design eine schöne, tolle Idee. Wir haben so eine kleine, süße Bastelgruppe mit ganz tollen Bastlern. Oh, ich muss gerade mal. Ich stelle gerade fest, dieses Tape ist nicht backig. Mein Traum. Das ist besser als das andere. Aber gut, egal. Also das andere tut seinen Dienst. Und wird jetzt auch hier weiter benutzt. Ich habe jetzt hier eine andere Sorte wohl mal bestellt. Also nicht mal wo mal bestellt. Ich habe eine andere Sorte bestellt. Und sie ist nicht so backig wie die andere. So, wenn ich jetzt wundere, dass am rechts links ein Stückchen fehlt, ey, ich mache da E-Buch-Ecken drüber. Das tut gerade noch nichts zur Sache. So, ich war gerade dabei zu erzählen, dass die Jessie eine coole Idee hatte. Jetzt hatte sie die Idee, dass wir in unserer Jump Journal Gruppe uns gegenseitig
uns gegenseitig, sag schon, Signaturen schicken, die bei denen wir dann ja, uns quasi ein Journal zusammenbauen mit gegenseitig geschickten Signaturen. Ich denke echt gerade drüber nach, ob das wirklich zweimal rumreicht. Naja, das wird ein bisschen knifflig. Ich glaube, das lasse ich lieber, weil sonst habe ich nämlich eine Bahn hier mit dem 6er-Tape, was eine leicht andere Weißfarbe hat als das andere. Dann habe ich die anderen Bahnen nicht mit, also nicht mit dem 6er-Tape und mit dem anderen. Das war irgendwie ungünstig. So, was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt hier erstmal diese Kante. Komme ich damit zur Hälfte rum? Ja, versuchen wir den Spaß mal. Ja, das schaffe ich nicht. So, meine Überlegung dabei war, ich würde gerne also diese Knickkante hier covern. Das ist ganz klar. Und ich möchte auch... Ich muss ja in den Knick hier rein, ne? Also sonst kann man das Buch nicht mehr vernünftig auf- und zuschlagen. So, nun war meine Idee, ob ich nicht bis zur Mitte komme. Dass ich nur zwei Bahnen brauche, aber ich habe das mal eben verworfen. Verworfen, weil es fehlt irgendwie ein, keine Ahnung, halber Zentimeter oder so. Ich werde es wieder schneiden, ich fand diese gerissene Kante eben scheiße. Bescheiden, Entschuldigung, man sagt ja nicht scheiße, ne? Ich weiß gar nicht, ob man bei YouTube bei sowas, wenn man flucht, aus der Monetarisierung rausfliegt. Hat da jemand eine Idee von? Abgesehen davon, dass ich noch keine Monetarisierung bekomme, aber wäre mal interessant. So, ich muss mal wieder einen Bildausschnitt hier rutschen. Aber ich merke gerade, also dieses Tape ist wirklich bescheiden zu schneiden. Gut, Messer ist besser. Ja, das rennt sich sehr schön. Ein Traum. So. Ich mache das jetzt so. Also hier unten ist sowieso die Signatur drüber, deswegen interessiert mich hier das, ja, das übergeknickt nicht. Also so halb. Ja, seht ihr hier? Jetzt komme ich nämlich hier ins kurze Gras und habe in der Mitte einen halben Zentimeter überstehen. Dementsprechend. Oh, das wird halt so. Und ich werde eine dritte Tape-Schicht in der Mitte setzen. Einen dritten Tape-Streifen. Wie gesagt, es dient nur als Unterbau. Huch. So, dann hätte ich auch gleich noch mal eine Frage für euch. Also ich bin jetzt hier schon ziemlich lang am Rumwursteln, erzähle euch hier meine Gedanken zu dem Cover und bin hier so fröhlich am vor mich hin quatschen. Ist euch das zu langatmig oder ist das fein für euch, dass ich das jetzt echt ausführlich mache und nicht Musik anschmeiße und den Speed einmal anmache? Mal eure ehrliche Meinung dazu. Ist das zu langatmig? Hättet ihr gerne zwischendurch, sag mal, die Power-Taste und Gas geben? Oder ist es vielleicht euch zu wenig ausführlich? Kann ja auch sein, dass ich sag mal, Sachen zu schnell mache, nicht erkläre und anderen Kram quatsche. Es ist ja auch möglich. Wer weiß, wer weiß. Also jetzt sieht man natürlich. Jetzt sieht man natürlich ganz gut, dass ich hier verschiedene Schichten habe. Hier in der Mitte wird es einfach völlig irrelevant sein, weil da die Signaturen eingehängt werden. Ich komme gleich mal zum Außen und zu meiner Frage. Oder einer weiteren Frage, oh Gott. Also ich finde es mal lustig, wenn ich Fragen stelle und ich kriege auch Antworten von euch in den Kommentaren. Nur teilweise ohne Bezug zur Frage. Da muss ich mir manchmal echt zusammenreimen, auf welche Frage das jetzt die Antwort war. Also ich komme auch nicht dazu, irgendwie bei jedem Video nur eine Frage zu stellen. Also ich bin hier am Überlegen. Folgendes. Das hier ist jetzt, sag ich mal, der Unterbau für die Jute. Für die Jute. Spielen wir das mal durch. Ich lege die Jute hier rüber und klebe
das einmal rum und ich werde auch die Jute innen quasi verkleben. So, und dann wird, ich bin auch am Überlegen, ich glaube, ich werde den etwas dickeren Rand hier auch abschneiden. Obwohl, vielleicht lasse ich noch drauf. Auf jeden Fall wird dann, also ich nehme das jetzt mal als Beispiel, das kommt natürlich nach vorne, wird das hier drüber geklebt. Also es wird hier über die Kante springen. Das heißt, man sieht dann von der Jute genau das. Ich möchte aber auch hier noch einen Streifen mit auf den Rücken machen. Wenn ich mir das recht angucke, sieht man nur, dass es ein heller Unterbau ist und man sieht nicht die Klebekanten. Das freut mich gar sehr. Das hier ist nämlich der erste Streich. So. Und das hier ist ein Streich, sagen wir es mal so, vorsichtig. Ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich werde mir die Jute hier gleich teilen, damit ich die Kanten umklebe, aber nicht mit 10 cm. Das ist ein bisschen übertrieben. So, ich werde hier rumkommen und werde dann gucken, dass ich hier den Anschluss finde. Das heißt, ich brauche ein Stück von dieser Länge. Das lege ich mir schon zur Seite. Ach ja, lustig wird's. Lustig wird's, lustig wird's. Lustig wird es, weil ich jetzt folgende Überlegung machen muss. Ich möchte ja eigentlich eine verdeckte Bindung haben. Oder? Möchte ich überhaupt eine verdeckte Bindung haben? Das ist jetzt wirklich die Frage der Fragen. Ich habe 4 Signaturen. Ich habe 4 Strippen. Nein, also ich werde die Signatur mit jeweils 4 Löchern einbinden. Wenn ich die Signatur... Ich zeige euch jetzt mal meine Schwanken, warum ich jetzt hier einmal Anker geworfen habe, gebremst habe. Also, ich habe Folgendes. Ich habe eine Schmuckkordel. Ja, die passt farblich eigentlich ganz gut. Das passt vor allen Dingen zum Thema Vintage ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dieses Papier nehme oder vielleicht auch einen Streifen von diesem Papier. Werde ich aufs Cover machen. So, das wird quasi hier der Rücken. Stell dich das mal wirklich vor. Zack. Also hier kommt auf dem Buchrücken ein Papierstreifen noch von dem. Bisschen abgerundete Ecken natürlich, so und so. Und entweder mache ich die Bindung mit der Strippe unsichtbar. Das heißt, man sieht die Bindung nicht. Die ist dann unter diesen ganzen Lagen, sag ich mal. Alternativ mache ich die Bindung sichtbar und habe dann quasi 2 Kreuze hier so oben. Zack, zack. Wäre eigentlich schicker, ne? Wenn ich es mir so recht überlege. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, meine Entscheidung getroffen. Ja, habe ich. Ob es jetzt dieses Papierstreifen wird oder nicht. Passt farblich nicht 100%. Bin nicht ganz so happy mit, aber irgendwas muss mit diesem Streifen noch passieren. Ich habe jetzt entschieden, ich mache eine sichtbare Bindung mit diesem Streifen. Das macht mir das Leben hier leichter, was das Kleben angeht. So, und jetzt sieht man hier, der Tape-Streifen, der zieht natürlich hier so ein bisschen die Jute an, fusselt ein wenig, das lässt aber mit der Zeit nach. So, was ich jetzt machen will, ich will die Seiten bedecken. Das heißt, ich muss meinen Jutestreifen halbiere ich jetzt einfach. Dieses Buch wird natürlich, wie alle meine Bücher oder wie die allermeisten meiner Bücher, Buchecken bekommen, also Eckenschutz. Und wird damit dann ein bisschen hier die, also die Klebekanten werden dabei immer nicht ganz so schick, wenn man in der Ecke das hier so umschlägt, sag ich mal. Das ist dann immer nicht ganz so schön. Und wenn man Buchecken da drauf packt, dann kann man das nämlich wunderbar verdecken. Die Ecken verdecken. Zweites.
Also es haben sich ein paar Leute gewünscht, erklär mal mehr, erzähl mal mehr. Das mache ich gerade. Ab und an trifft meine Gedanken ab, sodass ich einmal aus dem Erzählfluss komme. Und hier am Grübeln bin. Sagen wir es mal vorsichtig, grübeln. So. Wie lange muss denn jetzt hier meine Seite sein? Das möchte ich aber auch nur genau und ohne, also mit wenig Überstand machen. Also ist das hier quer. Zack. Eine Länge. Nehmen wir hier mal die zweite Länge. Bisschen Kanten schneiden muss ich auch noch. So, jetzt sind die beiden langen Stücke. Jetzt folgen noch zwei kurze Stücke. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Gärtnerjute hier voll geil finde? Die gefällt mir so richtig. Zack. Ich bin total happy. Ich habe sie tatsächlich und wirklich in einem Gartenrahmen. Gut, ich glaube Basteljute, also wirklich, sag mal, die hochwertigste aller Juten. Würde wahrscheinlich nicht so fusseln. Bei einem Gartengetüdel ist das vermutlich egal. Dementsprechend darf es ja fusseln. So. Jetzt habe ich meine zugeschnittenen Streifen. Also was ich jetzt zuerst mache. Ich mache zuerst mal die Unterseiten hier. Also die kurzen Seiten, besser gesagt, nicht Unterseiten. Die kurzen Seiten werde ich hier mit Jute beglücken. So. Und so. Danach werde ich, das ist vielleicht ein bisschen lang geworden, danach werde ich mir die langen Seiten schnappen, weil die Jute steht ja hier ein bisschen über. Das heißt, da achte ich drauf, dass ich hier innerhalb des Faltkorridors bleibe, dass ich hier nicht noch so eine Doppellage irgendwie hin zauber über der Faltung. So, Faltung hier, also Falz, ne? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen rücke ich das hier rüber und schneide es lieber hier außen nochmal ab. Danach mache ich die langen Seiten und dann mache ich die Mitte. Jetzt ist allerdings der Punkt gekommen, wo ich tatsächlich hier mal auf Speed schalte und euch den gleich erst wieder dazu hole. Weil sonst wird dieses Video ungefähr 25 Jahre lang. Bis gleich. Thank you.
weiter geht's mit dem Cover. Yippie, yippie. So, ich habe das mit der Jute hier halbwegs gut um die Kurve gekriegt. Die ist relativ steif und der Kleber ist auch noch nicht ganz trocken. Jetzt habe ich den nächsten Streich vor. Erstmal habe ich mir ja ein bisschen was bereitgelegt. Also das sind ja schon mal die Buchecken, die hier zum Einsatz kommen werden. Die werde ich aber nicht in den frischen Kleber reindrücken. Das mache ich jetzt auch nicht. Und ich dachte mir, irgendwie, ich mag diese Label halt total. Wenn das dann mit auf dem Cover wohnt, müsste ich natürlich drauf pinnen, bevor ich die Rückseite aufklebe, damit diese kleinen Klämmchen hier hinter dem Cover verschwinden. So, jetzt brauche ich hier mal mein Lineal. Tada. Ich möchte jetzt hier die Coverseiten zuschneiden. Und zwar möchte ich das so machen, dass hier natürlich noch so ein bisschen was übrig bleibt und das trotzdem mal hier, ich will mal jetzt ja 14 cm Breite. Passt das hier auch? Bis 14 passt. Also wir haben 14 cm Breite des Papiers. Und wenn man das jetzt hier mal von oben nach unten durchmisst, gehen wir hier oben mal auf die 15, 5, 6. Im Endeffekt sind es 21. Ist das hier auch noch? Jo, 21. 14 mal 21 werden meine beiden Coverseiten. So, wo parke ich dich denn jetzt mal zwischen? Ich hoffe, das Video läuft vernünftig. Ja, es läuft im Traum. So, einmal zwischengeparkt. Gott, werde ich hier mal einen Rundgang mit euch machen in meinem Kreativzimmer. Ist nicht nur ein Bastelzimmer, hat auch noch andere Facetten. So, Schneidemaschine. Wo habe ich hier den Spaß? Ich würde ganz gerne den Bereich hier auf jeden Fall haben. Wo haben wir hier eine Höhe von 30,5? Ich habe gerade festgestellt, 21 tun's. Wenn ich jetzt nur hier oben abschneide und sage, Mensch, ich gehe jetzt hier auf 30,5 minus 21, geht es hier 9,5 cm ab. Nee, warte mal, was sind denn das? Doch, 9,5. Dann habe ich relativ kurzen Oberbau. Das heißt, ich muss unten Streifen abschneiden und oben möchte aber meine Rückseite vernünftig gestalten. So, ich überlege gerade mal. Denk. Also erstmal kann ich hier, glaube ich, guten Gewissens 14 abschneiden, weil die Rückseite ja einen 14er Streifen bekommt. Ja. Der Teil läuft schon mal. Wenn ich jetzt mal sage, ich würde jetzt hier auch mal ganz doof gesagt einfach mal 14 nehmen, dann hätte ich so einen schmalen Streifen hier noch übrig. Der würde bestimmt irgendwo wunderbar als Bellyband eingehen. Weil wenn ich den abschneide, das wäre doof. Also würde ich mir die Blume wegschneiden, das gefällt mir nicht. Das heißt, ich hätte jetzt hier noch so einen schicken Streifen. So, jetzt habe ich hier die Herausforderung. Wenn ich jetzt oben 9 wegnehme, oder 9,5, dann ist das so halb, das ist doof. Das heißt, im Endeffekt schneide ich jetzt einfach mal unten mal so entspannte 2-3 weg. Zack. So, und jetzt gucke ich mal. Sind wir 28? Ich möchte jetzt hier auf 21 gehen. Wenn ich das hier schneiden würde. Ja, ich glaube, dann ist das Verhältnis noch fein. Ich brauche einen Stift. Juhu, dann möchte ich mich genau hier einmal in Cut setzen. Und ja, dann habe ich mir zwar dieses schöne Papier insofern zerlegt, dass ich mit diesen drei Streifen hier coverseitig nicht mehr viel anfangen kann. Aber die kommen hier mit auf den Stapel für den Inhalt. Weil ich habe nämlich immer die ganzen kleinen Tüdelsachen, die ich abgeschnitten habe, verwende ich dann noch als Inhaltsseite. So, das gefällt mir ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, will ich mehr von den Lilien da haben oder mehr von dem? Ich glaube, da oben, das gefällt mir ganz gut. Jetzt habe ich den Stift wieder weggeräumt, das ist nicht schlau. Und ich möchte den Card jetzt hier haben. Und da könnte wahrscheinlich eine wunderbare Journaling-Card oder sowas mal rauskommen.
hübsch, wunderhübsch. So, jetzt habe ich die beiden Außencoverkarten. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass hier oben noch so das drauf ist, ist fein. Und hier würde ich tatsächlich noch so ein richtig schönes, echtes, altes Foto draufsetzen. Davon habe ich nämlich auch einige. Gut. Die beiden Coverseiten habe ich. Du bist gerade über. Jetzt überlege ich. Leute, meine Überlegung geht dahin. Ich habe ja festgestellt, ich habe hier 5,5 cm meines Buchrückens. Also 5,5 davon sind hier der unbewegliche Teil in der Mitte. Die kann ich natürlich nicht ganz bekleben, weil sonst springen mir rechts und links die Ecken auf. Wenn ich jetzt mal 4,5 cm draufsetze. 5 ist mir fast ein bisschen viel, oder? Ja, eigentlich 5. Da muss ich schon wirklich gut kleben. Ne, ich möchte 5 cm haben. Wenn ich mir jetzt hier vorstelle, ich würde von diesem Streifen hier 5 cm draufsetzen. Ich könnte allerdings auch das so draufsetzen. Eigentlich noch cooler, ne, als dieser andere Streifen. Ja, ich möchte 5 cm von dem. Allerdings, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, 5 cm von dem, dann habe ich 30,5 minus 5, dann sind wir bei 25,5 und das gibt nicht 2x 14 hier. Gucken wir mal auf die Innenseite. Brauchen wir da 2x 14? Also mal so 13 würden hier reichen. Bei 13 müssten es schon sein. Also 13 müssten es sein und dann würde ich den, aus dem Rest würde ich die Mitte machen. Wenn ihr meine Überlegungen nachvollziehen wollt, ich versuche das Papier optimal zu nutzen. Achso, vielleicht sollte ich vorher die untere Kante abschneiden. Das ist noch besser, weil nämlich ein langes Stück. So, machen wir mal hier eine 21. Jetzt habe ich nämlich zwei Stück. Das ist, kann man machen, muss man nicht, ne? So. Ich habe noch mal nachgedacht. Ich weiß nicht, wie gut ich nachgedacht habe. Okay, also meine Überlegung geht dahin. Ich brauche ein langes Stück. Das ist ein bisschen länger als 21, oder? Hol ich dich auf 21? Nee, ich hole dich auch auf 21. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt hier einen kleinen Denkfehler gehabt, weil ich dachte nämlich, ich brauche das Drückending muss länger sein als die 21. Muss es aber gar nicht. Tatsächlich muss es das nicht. Dementsprechend ist alles gut und ich habe mich selbst verarscht. Kann ja mal vor. So, jetzt möchte ich von der anderen Seite die 13 haben. Ich drehe das jetzt hier um, weil ich genau dieses Stück in 13 haben will und nicht die andere Seite. Und dann möchte ich nochmal 13 haben und der Rest ist für den Rücken. Und der Rest sind wie viel? 4,5 statt 5. Hatten wir ja, das war ja unsere erste Annahme, ne? Also das hier sind unsere Innenteile. Die sind ein bisschen schmaler als die Außenteile und das ist hier. So, du darfst noch kurz verschwinden. Und schwupp. Du wirst hier der Rücken werden. Und das Ganze mit der Kreuzbindung. Das habe ich selbst erfunden. Nein, Spaß beiseite. Habe ich gar nicht. So, was ich hier wichtig finde, ist einmal noch die
Ecken knipsen. So, und jetzt kann man natürlich hier unterschiedlich große Ecken knipsen. Jetzt kommt Größe M durchgehend entschieden. Ein bisschen einheitlich. Damit der Spaß noch distressed, bevor ich ihn aufklebe. Und dann haben wir schon mal die Grundlage für unser Cover. So, und dadurch, dass das eh so ein Trümmer wird, habe ich mich gerade dagegen entschieden, noch ein aufklappbares Element auf den Rücken zu setzen. Ja, was man natürlich machen könnte, und da überlege ich jetzt auch gerade dran, ich könnte ein Gummiband oder sowas. Ja, meine Überlegungen geraten gerade ins Stocken. Wisst ihr warum? Nee, wisst ihr nicht. Ich kann ja nicht in meinen Kopf gucken. Die kommen deswegen ins Stocken, weil ich mir einen Verschluss ausdenken muss. Also ist das schon mal fein, dass ich jetzt hier, sag ich mal, Inhalts- oder Innencover, Außencover so habe, dass es mir gefällt. Stellt euch das mal so vor. Hier ist das noch drauf. Hier sind die Hochecken drüber. Die muss ich möglicherweise ein bisschen aufbiegen, weil es ziemlich dick geworden. So, jetzt hätte ich ganz gerne schicke Bindung. Und bin gerade insofern am Überlegen, als dass ich manchmal, muss man die Bindung nämlich zuerst machen, den Verschluss machen, bevor man sich mit Bindung und Außencover komplett zugebaut hat. Genauso wie ich das jetzt hier setzen würde mit den kleinen Mini-Breads, bevor ich die Seiten ins Innencover packe. Deswegen ist jetzt hier der Punkt gekommen, wo man wirklich, mal in die Überlegung gehe, was mache ich in welcher Reihenfolge und welchen Verschluss will ich denn überhaupt haben. Ich mache jetzt mal einen kurzen Break, hole mir mal eben meine Ideenkiste und dann werde ich euch gleich mitteilen, welchen Verschluss ich hier mache und warum. Bis gleich. So, next to video online. Der nächste Abschnitt hier. Ich habe immer noch Kleberpfoten. Das hat sich gerade nicht geändert. Ich habe diesen Verschluss gefunden. Und zwar werde ich das so machen, dass ich den, wenn alles eingeklebt ist, also alles heißt Cover, innen und außen, mache ich mir hier ein Loch durch, dass das Ding ungefähr hier rauskommt und hier so eine kleine Schlaufe hat, die hier so runterhängt. Ja, aber nur so ein bisschen. Das hier ist so ein Verschluss, also man fädelt den dann quasi hier so durch. Zack. Und dann sitzt das so zusammen. Nun weiß man ja nicht, wie dick dieses Journal wird und wie viel man noch reinlegt und reinbastelt. Das heißt, ich werde sowohl hinten, also bei dem, langen Teil, als auch bei der Öse, werde ich innen eine Schleife machen, damit ich die Länge einfach noch variieren kann. Oder diejenige kann sich ein neues Verschlusssystem einbauen, wenn das hier nicht zusagt, ne? So, was werde ich jetzt tun? Und da werde ich wieder hier Speed anschalten. Ich werde erstmal die Dinger hier distressen und aufkleben. Danach werde ich mich um dieses Schatzi kümmern und die Innencover auch aufkleben. Danach folgen noch die Buchecken. Und dann ist das Ende mit diesem Video. Also ich glaube, das wird wieder echt lang. Naja, shit happens, wie der Römer so sagt, ne? Ja, ein Traum. Meine Kamera hat aufgegeben. Um ganz ehrlich zu sein, mein Handy hat aufgegeben, weil nämlich der Akku leer war. Das geht ganz schön schnell, wenn man filmt. Deswegen habt ihr jetzt leider nicht Musik gehört und auch nicht hier meine Cover-Kreation verfolgt, wie ich sie aufklebe. Ich zeige es euch noch einmal kurz am Ende des Videos, weil ich werde definitiv gleich das nächste Video drehen, weil dieses schon sehr lang ist. Und da dann weitermachen mit dem Cover. Also wir haben die Stamiria-Seiten aufgeklebt mit dem Labelhalter. Das wird ein bisschen lustig, da was reinzufummeln, aber es wird schon funktionieren. Wir haben das Außencover und auch das Innencover.
Hier an der Stelle habe ich zuerst die Nupsis hier, also die kleinen Mini-Breads, eingepackt, bevor ich das Innencover drüber gepackt habe. So, es klebt alles, es ist noch feucht, also es ist noch richtig frisch. Ich habe mir hier diesen Verschluss ausgesucht. Ich habe mir diesen Verschluss ausgesucht. Den werde ich nachher anbringen. Und im nächsten Video geht es an die Ecken, an den Verschluss und auch an Signaturen einbinden. Und mir kam hier gerade noch eine zweite Idee für die Möglichkeit, ja, noch etwas anderes hier noch mit reinzubauen. Lasst euch mal überraschen, weil das werde ich dann im nächsten Video machen. Sonst fliegt mir hier tatsächlich die Zeit um die Ohren und ihr sagt so, boah, kann ich mal ein bisschen schneller labern, ein bisschen schneller basteln. Wollen wir ja alles nicht. Dementsprechend hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn es echt lang war. Und wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Macht was Schönes draus und bis demnächst in diesem Kino.